Hallo und herzlich willkommen bei dem Kanal von LCC Seminare. Mein Name ist Susan Körner, ich bin CR-Masterin, unter anderem für den Standort in Fürth für die Berater und neuen Gäste des Day of Change zuständig. Heute wollen wir mal über das Thema CR-Master-Ausbildung sprechen, weil viele, die unsere Videos schon gesehen haben, fragen sich natürlich, Mensch, das interessiert mich total. Ich würde auch gerne so meine Schöpfermacht für mich erkennen. Wie funktioniert denn das mit der Ausbildung? Und da habe ich heute natürlich meinen Ausbilder dabei, den wundervollen Rainer Weichmann. Und ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen. Hallo, lieber Rainer. Hi, liebe Susa. Und schön, dass wir uns heute an dieser Stelle zusammengefunden haben. Ich freue mich jetzt auch schon riesig, dass ich ein bisschen darüber berichten darf, wie das mit der Ausbildung abläuft. Sehr schön. Lieber Rainer, vielen lieben Dank erstmal für deine Zeit, dass du heute den vielen Zuschauern auch mal erzählen willst, wer du erstmal bist, dass du dich erstmal kurz vorstellst, wie bist du zum LCC gekommen, was machst du sonst so? Ja, also mein Name ist Rainer Weichmann, ich bin am 20. August 2016 zum LCC gekommen. Meine Story war damals, also es war absolut nicht zu erkennen, dass ich jemals irgendwo in diese Richtung gehen könnte. Ich war damals schwer drogenabhängig und also eigentlich total am Ende, wenn man es auf Deutsch sagen möchte. Meine ersten Erfahrungen mit CR habe ich dann machen dürfen im Dezember 2016, als dann die Caro Zeder ein CR geführt hat. Das war ein Gruppen-CR zum Thema Abnehmen. Und dieses CR hatte sie damals aufgebaut, weniger um den Gewichtsverlust, sondern allgemein ums Loslassen. Denn beim Abnehmen geht es ja oft ums Loslassen. Da trägt man ja Ballast mit sich rum, der sich dann eben physisch manifestiert hat. Und nach diesem CR, das war irgendwann kurz vor Weihnachten, als sie dieses CR geführt hat, war es dann so, dass ich am 1. Januar 2017 zum ersten Mal hatte Drogen konsumiert, zum letzten Mal hatte Drogen konsumiert hatte und dann auch wirklich von jetzt auf gleich die Entscheidung getroffen habe, jetzt ist es genug, ich will nicht mehr, ich mag nicht mehr und bin dann gefühlt eine Tonne an Gewicht losgeworden oder vielleicht sogar noch mehr. Mir sind also praktisch ganze Gebirge vom Herzen gefallen und dann ging es bei mir mit der Erfahrung im CR einfach weiter, weil wir dann CRs gemacht haben für meine Wohnung, die ich mit meiner Frau dann neu gesucht habe, weil ich war ja damals auch getrennt von meiner Frau und meinem Kind und bin dann dank CR wieder mit ihr zurück zusammengekommen. Dann eben auch wieder die gemeinsame gemeinschaftliche Wohnung finden. Dann hatte ich gesundheitlich ein paar Themen und dann kam das Premium-Seminar, das erste im Jahr 2017 und da war dann klar, das war irgendwie so ein Impuls, da konnte ich, also das war tatsächliche Intuition, da konnte ich auch nicht links oder rechts. Die Entscheidung an diesem Premium-Seminar ist gefallen, dass ich, ja, das will ich auch machen. Und dann habe ich also die Ausbildung gebucht, ohne überhaupt einen blassen Dunst davon zu haben, wie ich das jemals bezahlen soll, weil ich war damals Zeitarbeiter und also finanziell eher nicht so prickelnd aufgestellt. Und habe dann aber einen Weg gefunden mit dem Ewald zusammen, dass wir da eine Lösung gefunden haben, wie wir das hinbekommen haben. Und ja, das war dann der Anfang von meiner CR-Karriere. Genau, von der CR-Karriere. Das kann man schon so sagen, weil du bist ja nicht nur Ausbilder vom CR, du begleitest ja jetzt schon seit einigen Jahren viele, viele Menschen wieder zurück in ihre Lebensfreude, ne? Bearbeitest ihre Themen, verhilfst zu mehr Gesundheit. Für mich hast du ja auch schon wundervolle CRs gemacht, die super aufgehen, wie du siehst. Sei stolz. Das ist, ne? Rainer, kannst du ein bisschen was über diese Ausbildung erzählen? Ja, natürlich kann ich was über die Ausbildung erzählen. Also als allererstes möchte ich mal sagen, ich mache diese Ausbildung ja nicht alleine, sondern ich mache sie mit meiner Kollegin, Partnerin und wundervollen Freundin Caroline Zeder zusammen. Die Caro hat ja ihre ganz eigene Story im CR, das möchte ich jetzt auch nicht vorgreifen, denn ich bin mir sicher, du wirst sie auch noch interviewen. Das kommt und, doch. Sicher, bin ich mir, wie gesagt, sicher, dass das noch kommt. Und wir beide, also Caro und ich, machen diese Ausbildung jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren zusammen. Und in diesen 2 Jahren haben wir jetzt auch erkannt, wo vielleicht noch Verbesserungsmöglichkeiten sind und haben das eben mit dem Ewald zusammen auch besprochen.
und haben jetzt ein ganz neues Konzept entwickelt, wie das laufen wird, sodass wir praktisch die Ausbildung dual gestalten können. Also einmal gibt es Videos dazu. Das ist also alles, was so dieser ganze theoretische Teil ist, den ich nicht wirklich in dem Live-Unterricht, in der Live-Ausbildung erklären muss. Das gibt es jetzt in Zukunft an Videos. Das ist zum Beispiel das Thema Quantenphysik. Das ist immer das Gleiche. Das muss ich nicht live jedes Mal gleich erklären. Das Thema Wirtschaftlichkeit, was verdient man als CR-Master, ist ja auch ein Thema, das man zumindest mal gehört haben muss. Ja. Wie funktioniert es? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen dahinter? Wie funktioniert es mit dem Franchising? Denn da unterscheiden wir uns ja schon mal ganz, ganz deutlich von vielen, vielen anderen am Markt, wo man sagt, man macht jetzt irgendeine tolle Ausbildung und am Ende habe ich dann ein tolles Zertifikat, das ich mir an die Wand hängen kann. Aber wie ich das Ganze auf den Markt bringe, wie ich dann wirklich damit Geld verdiene, das ist ja was, wo wir uns massiv abheben. Denn wir bieten die Möglichkeit, das über ein Franchise-System dann im Anschluss zu vermarkten, wo man also für monatlich kleines Geld sagen kann, okay, das bezahle ich jetzt, dafür kriege ich aber garantiert mindestens so und so viel CRs. Und damit ist denn die Wirtschaftlichkeit eben auch gegeben. Und das muss ich aber nicht immer live erklären, sondern das läuft über Videos. Was wir dann in der Ausbildung live an der Akademie an diesen 2x3 Tagen unterrichten, ist vor allem das Gefühl, denn um das geht es beim CR. Also da gehört ein ganz großer Teil Herzkohärenz mit rein, da gehört eben rein, wie schauen die Optionen aus, die wir entwickeln. Und das muss man tatsächlich so sehen, das ist nicht, wir finden eine Option, weil die liegt ja nicht irgendwo rum und wir langen zu, sondern wir entwickeln eine neue Option und begleiten den Klienten dann in diese neue Option hinein. Und wenn wir diese Begleitung richtig machen wollen, gehören natürlich auch Klientengespräche dazu, die man mal simuliert. Das wird im praktischen Teil dann eben auch geschult. Und dann eben auch das Führen von CRs. Also wie führe ich CRs live mit Telco oder auch ohne Telco? Also Telco ist die Abkürzung für Telefonkonferenz, damit wir hier nicht mit zu vielen Fachbegriffen umeinander schmeißen. Ja. Also soweit ist jetzt mal die Ausbildung, der grobe Rahmen der Ausbildung. Genau, der grobe Rahmen. Was erwartet die Teilnehmer denn noch? Ich möchte jetzt mal nicht so vorgreifen, weil ich weiß ja, was sie erwartet. Ich weiß, wir haben sehr, sehr, sehr viel Praxis auch gemacht, ne? Weil es ist ja auch sehr wichtig, die Hintergründe und Ursachen aufzulösen. Magst du dazu noch mal ein bisschen näher eingehen? Da mag ich sehr gern noch drauf mit eingehen. Also du sprichst gerade einen Satz an, den wir eigentlich überhaupt nicht gerne hören, nämlich in der Option eine Formulierung zu haben, alle Hintergründe und Ursachen sind aufgelöst, funktioniert halt mal nicht. Denn wenn ich alle Hintergründe und Ursachen auflöse, dann welche? Ne? Also das Universum möchte von uns immer gerne wissen, genau was passiert. Und das ist ja auch das, was die Optionsentwicklung so entwickelt. Es ist natürlich schon so, dass ich in den Optionen manche Worte immer wieder finden, weil ich halt Klienten habe, wo sich die Themen ähneln. Grundsätzlich ist aber jede Option eine wirkliche individuelle Entwicklung. Und das macht uns auch so anders im Vergleich zu Meditationsgruppen oder Betgemeinschaften oder wie auch immer, dass man das nennen will. Denn wenn ich heute sage, ich entwickle eine Option, dann habe ich eine ganz definierte Bestimmung, die wir eintreten und also in die wir eintreten. Und wenn wir diese Bestimmung richtig formulieren und das wirklich auch adressieren, und damit meine ich, also es geht jetzt nicht um alle Ursachen, die aufgelöst werden, sondern bei dem Klient X ist dieser Auslöser für dieses Thema jetzt aufgelöst, zum Beispiel. Oder diese Energien transformieren sich in andere Energien. Ja. Um mal ganz grob das zu beschreiben. Dann ist es wichtig, denn das Universum ist zwar nicht doof, aber es trotz allem hätte ich immer gerne genau gesagt, bei wem soll was passieren. Und das ist eben der Unterschied. Gebetsgruppen, Meditationen, auch Massenmeditationen, die schicken immer irgendein Gefühl, das irgendwie zu irgendeinem Thema irgendwas lösen soll. Und wir sagen ganz klipp und klar, liebes Universum, die Situation ist gerade nicht so, wie es sein soll und jetzt ist das Ergebnis tak, 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 so. Und dann folgt uns das Universum in einem sehr, sehr hohen Anteil. Also wir liegen bei deutlich über 90%, wo das Universum uns dann auch wirklich folgt.
Und das tut das Universum, weil wir es eben so genau bestimmen. Was wir nicht bestimmen, ist der Weg zum Ziel. Das muss uns auch immer ganz klar sein. Also wenn wir heute sagen, der Mensch XY ist jetzt schmerzfrei und dieser Mensch weiß vielleicht von dem CR oder auch nicht und verspürt anschließend den Wunsch, eine Schmerztablette zu nehmen, obwohl er normalerweise nie eine nimmt, dann kann die Einnahme dieser Schmerztablette ein Ergebnis des CR sein. Kann. Es kann aber auch sein, dass das Universum sagt, okay, der braucht jetzt keine Schmerztablette, zack, Kopfschmerzen weg, um mit genau. einem ganz banalen Beispiel zu bleiben. Genau, das hast du auch jetzt nochmal wunderschön erklärt, ne? dass wir viel mehr machen, ne? dass wir wirklich genaue Bestimmungen auch machen und deswegen das in der Ausbildung auch so wichtig ist, da wirklich sich für verschiedene Themen zu öffnen und wirklich auch genau zu schauen, was ist genau gerade das die Herausforderung. Das Wort Problem nehme ich ja schon kaum noch in den Mund. Ne? Es sind ja immer Herausforderungen, die wir positiv drehen und beeinflussen können und auch machen. Natürlich, das tun wir. Ja? Und genau das ist ja auch das, wo es in der Ausbildung dann wirklich drauf ankommt. Zum einen durch bestimmte Situationsvorgaben, die wir euch als, ich sage jetzt mal ganz spöttisch, Azubis geben, zu sagen, okay, ich beschäftige mich eben auch mal mit Themen, wo ich mich bislang noch überhaupt nie mit beschäftigt habe. Also sei es jetzt, dass wir uns mit dem Thema Wetter auseinandersetzen und oder mit Naturkatastrophen, denn es kommt ganz, ganz oft vor, dass wir, also irgendjemand von den Mastern sieht im Internet eine Meldung, war Tsunami-Warnung vor XY, also Bali zum Beispiel. Genau. Und dann wird sofort ein Notfall-CR einberufen und dann verschwindet diese Tsunami oder es kommen statt 3 Meter hoher Wellen oder 5 Meter hoher Wellen noch 50 Zentimeter hoher Wellen an. Also das sind so Themen, die tatsächlich funktionieren, die auch von der Erfolgsquote her bei weit über 90% liegen. Ich denke, bei den Tsunamis und bei Hurricanes und solchen Geschichten, da dürften wir wirklich nahe an den 100% liegen. Ich habe jetzt die Zahlen aktuell nicht genau vorliegen. Aber das sind so Themen, die man tatsächlich mit einem CR, weil wir eine bestimmte Option betreten und das ganz bewusst tun, dann tatsächlich ändern können und damit wahrscheinlich in den letzten 10 Jahren Tausende oder Hunderttausende von Menschenleben gerettet haben. Da kann man natürlich jetzt nur spekulieren, das kann man nie genau sagen, was denn das Ergebnis gewesen wäre, wenn so ein Tsunami dann doch mit voller Wucht auf Land getroffen wäre oder ein Hurricane mit voller Geschwindigkeit in irgendeiner Armensiedlung eingeschlagen hätte. Das kann man natürlich nie genau sagen, aber wir dürfen davon ausgehen, dass es tatsächlich doch einige hunderttausend. Das wollen wir uns ja auch gar nicht ausmalen. Ne? Das wollen wir uns ja auch gar nicht ausmalen, nein, was hätte wir passieren können. Ne? Wir persönlich oder die Menschen, die jetzt die CR-Ausbildung haben oder die Menschen, die sich auch dafür öffnen, die wissen ja einfach, dass es funktioniert. Also dafür sprechen ja einfach auch diese Ergebnisse. Wobei ich sagen muss, wo ich 2018 dazugekommen bin und ne, das mit dem Wetter okay, ne, aber wo ich dann auch so das erste CR-Baby im Arm hatte oder das CR bei unserem Live-Kongress, ne, für meine beste Freundin damals, der vorausgesagt wurde, sie wird blind, ja. Krankheitsbedingt und die heiratet nächste Woche, ist quick mit ill, da hat sie in die Ecke gehauen, müssen wir nicht drüber reden, das ist einfach nur, ja, bin da auch sehr dankbar, dass ich da von euch ausgebildet wurde. Sehr gerne. Und ja, wenn wir gerade so Beispiele haben, da darf ich vielleicht auch eins annehmen, ich darf zwar den Namen jetzt nicht sagen, weil ich da keine Genehmigung dazu habe, aber ich habe, also eines der CRs, die mich am meisten berührt haben, war, da hat mich von einer sehr guten Freundin der Mann angerufen oder kontaktiert und gesagt, er hat ein Problem, denn von seinem Juniorchef, die Frau ist schwer krebskrank, die Ärzte haben ihr nicht mehr allzu viel Zeit gegeben und der Juniorchef hat wohl, ich weiß es nicht mehr genau wen, also irgendein Familienmitglied kurz vorher noch verloren gehabt und dann war seine Entscheidung, also wenn seine Frau jetzt wegen diesem Krebs geht, dann macht er die Firma zu. Er will es dann auch nicht verkaufen, sondern er sperrt einfach zu. Er hat die Schnauze voll, Ende. Ja. Und da hingen bei dem 300 Arbeitsplätze dran. Und als die Diagnose feststand, war der Tumor weit über Faust groß und an einer Stelle, dass er eben in der Größe nicht mehr operabel war. Und dann haben wir ein
eine Option dafür betreten, ganz bewusst, nämlich, dass dieser Krebs sich auflöst und sie gesund ist. Also es war ein CR mit einer ganz kurzen Option, ohne Telefonkonferenz. Und dann hat es gedauert, ich glaube, 4 Monate. Ich habe in den 4 Monaten kaum was von ihm gehört. Und dann kam irgendwann eine WhatsApp-Nachricht und da sind mir dann wirklich die Tränen gelaufen, dass seine Chefin, also Chefin in Anführungszeichen, sie legt großen Wert darauf, dass sie nicht die Chefin ist, sondern sie ist die Frau vom Chef. Also dass eben diese Frau vom Chef tatsächlich jetzt operiert werden konnte, weil der Tumor nur noch kirschkerngroß war. Und ich meine, kirschkerngroß ist so, eine Faust ist so. Ja. Und dass der Tumor so restlos entfernt werden konnte, dass nicht mal die kleinste Form einer Chemo oder Bestrahlung im Nachgang notwendig war. Die hat es komplett ohne jeglichen weiteren chemischen Müll, der in ihr sich angesammelt hat, oder strahlentechnischen Müll überstanden. Es wurden auch vorher keine Chemos, nichts gemacht, sondern man hat sie eigentlich aufgegeben gehabt und gesagt, okay, die kann nur noch sterben. Und ja, mittlerweile ist sie gesund, sie springt wieder rum, die Firma existiert noch. Das heißt also, da haben wir mit einem kurzen CR ein Menschenleben gerettet und 300 Arbeitsplätze. Und das sind natürlich so Ergebnisse, die hat man nicht jeden Tag. Das sind ja auch nicht die Themen, die einen jeden Tag beschäftigen. Sondern da geht es wirklich häufig darum, ja, ich habe Kopfschmerzen oder ich habe Zahnschmerzen oder bin gerade vom Fahrrad gefallen und irgendwie was tut weh. Das ist so das, was wohl die Hauptsache ist. Aber so diese ganz wirklich nahegehenden Ergebnisse, die sind dann schon immer sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Und da berührt es einen, egal wie lange man das macht und egal wie viele tolle Ergebnisse man schon erzielt hat, das berührt einen schon immer ganz besonders im Herzen. Definitiv, das kann ich definitiv so bestätigen. Ne? Also ich kriege da heute noch Gänsehaut, wenn wir so Geschichten erzählen, ne? Was ja auch wirkliche Ergebnisse sind. Also das ist immer wieder faszinierend, wie man ein Leben drehen kann. Man ist ja nie zu alt, um was zu verändern. Nee. Ja, das auch als Hinweis für jeden. Und wir haben ja wirklich, während meiner Ausbildung waren ja welche aus der Schweiz mit dabei, ne? Aus Österreich kamen dann welche dazu. Also es öffnen sich ja Menschen für die Themen wirklich aus von überall her, ja. Und die Ergebnisse, die wir haben, das ist ja manchmal einfach immer noch. Genau, und deswegen bilden wir ja auch in 2 Stufen aus. Also man muss ja jetzt nicht zwingend gleich Master werden, sondern der Einstieg beginnt ja als CR-Member, also als Unterstützer des Kollektivs. Und auch das ist natürlich wichtig, dass man da eine Anleitung dafür bekommt, wie steige ich in das richtige Gefühl ein, damit dann die Optionen, um die es geht, auch wirklich zum Erfolg kommen. Und vor allem, wie entscheide ich mich, ob ich denn tatsächlich mich dieser Situation gewachsen fühle oder nicht. Und wenn ich mich einer Situation gewachsen fühle, dann darf ich da natürlich gerne teilnehmen. Aber es ist eben auch wichtig zu erkennen, wann bin ich denn tatsächlich nicht in der Lage, mich einer Situation gewachsen zu fühlen und das dann eben entsprechend zu erkennen und zu sagen, nein, dann lasse ich da lieber die Finger raus. Ich habe das Thema jetzt gelesen und jetzt bin ich aber energetisch abgetrennt und gehe raus. Und das unterscheiden zu können, sich daran schon mal orientieren zu können, das ist der eine Teil der Ausbildung. Und dann gibt es viele, die dann erst mal so beginnen und dann sagen, hey, das ist echt eine ganz tolle Geschichte, die ihr da macht. Und ich fühle es jetzt in mir, dass ich gerne noch den nächsten Schritt gehen möchte. Und dann beginnt eben die Masterausbildung. Und beide Ausbildungen enden praktisch nie. Also wir haben jetzt eingeführt, ganz neu, dass wir unsere CR-Member, also die, die uns tagtäglich bei unseren CRs unterstützen, einmal im Monat live und in Farbe fortbilden werden per Zoom und das Ganze dann eben auch als Aufzeichnung für Menschen, die gerade eben keine Zeit haben oder die einfach sagen, Mensch, da war doch mal was, das war da und da, das möchte ich mir nochmal anschauen, also themenspezifisch diese Ausbildung nochmal nachgucken wollen und sich einfach nochmal vertiefen wollen, können Sie die Videos abrufen. Und auch die Master, die werden alle Vierteljahr einmal intensiv per Zoom weitergebildet und natürlich dann auch noch, dass wir in Zukunft einfach mindestens 2-mal im Jahr einen Master-Workshop oder eine Master-Konferenz oder wie auch immer, dass wir das dann nennen wollen, machen. Das ist wohl unterschiedlich. Es gibt die Workshops und es gibt die Konferenzen oder Kongresse. Und
da ist dann einfach nochmal das persönliche Zusammensein da, wo man dann eben sich auch austauscht, wo man sagt, okay, ich habe vielleicht auch einen Problemfall mal in der Gruppe bespricht und sagt, könnte man da Lösungen noch finden, damit wir halt von unseren 93% Ergebnis tatsächlich noch weiter nach oben kommen. Genau. Genau, das ist ja auch dieser Austausch unter den Mastern immer, ne? Also wir, das können wir ja hier auch offen sagen, wir haben ja auch wirklich einen Master-Chat, wo wir wirklich auch unter den Mastern uns gegenseitig unterstützen, wo eine Herzensenergie besteht, wo, wenn selbst ein Master mal ein Thema hat, dass wir da untereinander immer füreinander da sind. Das ist also wie eine Gemeinschaft und das, ja, das ist einfach, wir arbeiten alle aus der Liebe heraus und ich glaube, das ist das, was so spürbar ist auch bei uns, ja. Und selbst wenn man ein Thema dabei ist, wo man sagt, das ist nicht ganz so meins, dann haben wir auch immer einen Master, der dann übernimmt, ja. Jeder Master weiß genau, okay, das sind meine Themen, die gehen bei mir immer auf. Und manchmal hat man ja doch noch so eine kleine innere Blockade, wo man sagt, nee, das ist nicht meins und gibt es eben einfach ab. Ganz genau. Ja, und das lernt man eben auch in der Ausbildung, das für sich zu erkennen und dann auch immer in seine Schöpfermacht weiter reinzuwachsen. Also das fand ich auch während der Ausbildung ganz toll, dass man da wirklich geübt hat, bis man wirklich so weit war, ne? Ganz genau. Und das ist ja auch etwas, was ich, wo ich ganz, ganz großen, oder wir ganz, ganz großen Wert drauf legen, dass zum einen mal in der Live-Akademie geübt wird und gezeigt wird, wo sind die Themen, welche Themen sind möglich, wie entwickle ich zu praktisch, also zumindest theoretisch jedem möglichen Thema die passende Option. Genau. Und das Ganze dann aber auch in der Praxis so zu üben, dass wir, also zwischen diesen beiden Akademieblöcken ist ja immer ein Ausbildungs-, ja, sage jetzt mal Chat vorhanden, wo jeder Master, jeder beginnende Master mindestens 5 CRs mit Telefonkonferenz machen muss und mindestens 5 ohne. Also mehr geht natürlich immer, aber das ist ja so die Mindestvoraussetzung, die dann auch Voraussetzung ist, um die Zulassung zur Prüfung überhaupt zu bekommen. Denn wir stellen das also bei jedem Master fest, der beginnt, dass am Anfang ist es natürlich mit den Optionen vielleicht noch ein bisschen holprig. Das ändert sich dann im Laufe dieser 10 selbstgeführten CRs schon. Der Master beginnt bereits da, die ersten Ergebnisse in aller Regel zu sehen und dann auch zu festzustellen, aha, das funktioniert ja wirklich, was ich tue. Also er kommt ja selber da schon in die Sicherheit, in seine Glaubenskraft. Und dann hat man eben auch noch den Punkt, dass man sagt, okay, und bei den Telefonkonferenzen gibt es halt auch nochmal bestimmte Punkte, auf die man aufpassen muss. Und genau das ist also der Hauptentwicklungsschritt, wo es dann bei den Mastern eigentlich bei allen dann, also ich hatte noch keinen, bei dem es nicht so war, die Entwicklung dann also durch die Decke ging. Für sich persönlich und natürlich auch für das, was er tut. Genau, für das, was wir tun. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also die persönliche Entwicklung, die jeder Master, den wir ausgebildet haben, mit durchgemacht hat, die sind stellenweise echt spektakulär. Also ja. Das ist also, wir hatten einen Master dabei, der hat uns liebevoll seine Panzerknacker genannt, also gerade also die Mit-Azubis. Denn der war also ein sehr kopflastiger Mensch, sehr wenig gefühlsbetont. Aber trotz allem hat es bei dem irgendwann, ich glaube, noch während des ersten Blocks der Akademie, oder vielleicht war es auch der zweite, das kann ich jetzt nicht mehr sagen, ist bei dem tatsächlich irgendein Schutzpanzer um ihn herum abgefallen. Ja. Der gute Mann war also schon etwas älter als wir beide. Ich sage jetzt mal, der war schon Richtung 60 oder sogar schon drüber unterwegs. Und diesen Ballast hat er sein ganzes Leben lang herumgetragen. Und dann hat es mitten in der Ausbildung bei dem irgendwas Klick gemacht. Ja. Und dann sind bei dem die Tränen gelaufen und seitdem lebt er ein anderes Leben. Wahnsinn. Und das ist einfach nur gigantisch. Es ist einfach nur gigantisch, was da passiert. Ich würde vorschlagen, lieber Rainer, dass wir all diese Infos unter dieses Video nochmal stellen. Ja, ja, gerne. Wie man definitiv die Erstausbildung machen kann und natürlich dann auch diese Masterausbildung. Ja. Und ja, also ausführlich. Na, ich glaube, heute kann sich jeder hier was mitnehmen, wie das mit der Ausbildung funktioniert. Es
Ich bedanke mich ganz doll für deine Zeit, für deine ausführliche Erklärung, die du uns heute hier gegeben hast. Von ganzem Herzen gerne. Wünsche jetzt allen ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank, lieber Rainer. Ich danke dir für das schöne Interview und auch von mir die besten Wünsche an alle, die dieses Video natürlich sehen. Ich danke dir. Danke für deine Zeit.